diese Hand lässt sie nicht mehr los. Herzogin Meghan ist nach einigen Soloterminen endlich wieder mit ihrem Ehemann vereint. In Johannesburg besucht das Herzogspaar von Sussex eine Einrichtung, die der Arbeitslosigkeit junger Erwachsener in Afrika entgegenwirken soll. Für diesen Termin hüllt sich die Herzogin in ein weißes Wickelkleid, das ihre Waden umspielt und dank eines Taillengürtels ihre schmale Taille betont. In dieser Art von Kleid scheint sich die 38-Jährige in letzter Zeit mehr als wohl zu fühlen. Während ihrer Auslandsreise präsentiert die Mutter des kleinen Archie immer wieder ähnliche Outfits. Und noch etwas fällt auf, Herzogin Meghan greift nicht nur zu ähnlichen Kleidern, sondern auch zu ähnlichen Tricks. Bereits an Tag 1 ihrer Reise blitzt unter ihrem schwarz-weiß gemusterten Wickelkleid ihr Figurschummler hervor. Und auch bei diesem Termin können wir erkennen, was die hübsche Brünette unter ihrem Traum in Weiß trägt. Durch die hohen Beinschlitze und den starken Wind in Johannesburg kommt Meghans Miederhose zum Vorschein. Die weiße Spitze blitzt auch beim Gehen unter dem schicken Kleid hervor, doch das scheint Meghan völlig egal zu sein. Zu Recht, wie wir finden, denn es verleiht dem Look das gewisse Etwas und macht die Herzogin umso sympathischer. Schließlich ist die hübsche Brünette nicht die einzige Frau, die zu Shapewear greift. Egal ob Figurschummler oder nicht, was Meghan unter ihrem Kleid trägt, wird schnell zur Nebensache, denn ihr glückliches Lächeln überstrahlt an diesem Tag alles. An der Seite ihres Prinzen blüht die gebürtige US-Amerikanerin förmlich auf. Kann Liebe schön sein?